Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben Maximilian und ich zusammen mit euch das Lied I Like the Flowers gesungen. Und wir sind ganz spontan von Rowbeat mit einer Beatbox-Performance überrascht worden. Heute werden wir alle selber zu Mundakrobaten. Rowbeat, du zeigst uns heute, wie wir selber Klänge produzieren können, beziehungsweise wo wir überall klingen. Okay, also beim Beatboxen gibt es ganz viele Bereiche, die wir nutzen können. Und ich fange jetzt mal an, euch das zu zeigen, wo man überall Sounds machen kann. Und das erste sind die Lippen. Mit den Lippen können wir zum Beispiel Drums machen. Oder auch Alltagsgeräusche. Hubschrauber. Dann haben wir die Backen. Dann haben wir die Nase. Dann haben wir die Zunge. Dann haben wir den Rachen. Und wir haben noch den Hals. Oder natürlich auch die Stimme. Ihr. Ja, und wenn man dann alles miteinander kombiniert, dann bekommt man... Ja, und das sind alle Bereiche beim Beatboxen. Hallo! So, da sind wir wieder und ich bin jetzt am Schlagzeug und jetzt lernen wir die Grundlagen des Beatboxens. Und in erster Linie imitieren wir beim Beatboxen das Schlagzeug. Und ein Schlagzeug hat ja ganz viele Instrumente. Und da fangen wir jetzt mal hier mit dem hier an. Das ist die Hi-Hat und die klingt so. Und mit dem Mund geht das natürlich auch. Und da sprechen wir jetzt mal ein scharfes Z. Könnt ihr auch gerne zu Hause ausprobieren. Nochmal. Ja, sehr gut. Okay, jetzt geht's schon weiter. Und zwar mit der großen Trommel hier vorne. Das ist die Kickdrum, beziehungsweise die Bassdrum. Und auf Deutsch nennt man sie auch Basstrommel, weil sie so viel Bass hat. Und die klingt so. Ja, und mit dem Mund kann man das natürlich auch machen. Da pressen wir unsere Lippen zusammen, lassen es schön ploppen und sprechen mal zusammen ein hartes P. Das klingt so. Nochmal. Okay, sehr gut. Und jetzt noch unser letzter Sound, und zwar die Snare Drum. Auf Deutsch auch die Schnartrommel. Weil sie so schnarrt. So klingt sie. Aber heute lernen wir sie so. Ja, und mit der Stimme sprechen wir jetzt ein ganz hartes K mit der Kehle. Nochmal. Sehr gut. Ja, und mit den drei Sounds, da können wir jetzt schon mal anfangen, die ein bisschen zu üben. Und damit können wir dann später auch noch einen super coolen Beat machen. So, jetzt haben wir mal die Grundtöne kennengelernt. Und ihr kennt's ja, Übung macht den Meister. Talent ist gut, hartes Training ist besser. Und jetzt hören wir uns erstmal die Sounds an und schauen mal, ob wir da noch was verbessern können. Ich mach's vor, ihr macht's nach. Los geht's. Mit der Kickdrum. Okay, sehr gut. Kaufe ich dir gleich ab. Nächster Sound, die Hi-Hat. Bisschen mehr Luft. Einatmen nicht vergessen. Jetzt mal ganz schnell.
Also ich finde ja, ein Z ist nicht so schwer zum Sprechen, aber wenn man es ganz schnell hintereinander macht, da muss man dann immer darauf achten, dass man sauber und präzise bleibt. Okay, noch der letzte, ein K. Ja, sehr gut. Also man kann es auch mit CH machen, ihr habt es vielleicht gerade gehört. Genau, gut. Also man kann es mit CH oder ohne CH, also oder machen. Wir machen nur trocken nochmal. Das ist wie cool, aber ohne Uhl. Okay. So, jetzt machen wir das gleiche nochmal mit Musik. Ich mach's vor, ihr macht's nach. Und wir fangen mit der Kickdrum an. Jetzt die Hi-Hat. Jetzt die Snare. Sehr gut, dankeschön. Juhu! Wow, das hat Spaß gemacht. Ihr habt es vorhin gehört von Robeat. Übung macht den Meister. Drum, frohes Üben und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Ciao! Ciao!